Leute, willkommen zu einem neuen Video. Diesmal Let's Taste ich mal wieder was. Und das ist mal wieder etwas, was ich schon lange nicht mehr Let's Taste hatte. Und zwar ist das einmal der Rockstar Revolt Energy Drink. Dieser hier. Habe ich letztens im Geschäft gefunden und dann dachte ich mir, musst du probieren. Übrigens ist der mit Killer Ginger. Also so genommen die doppelte Schärfe eines Energy Drinks. Ja, steht so ein Rockstar Dingsbums drin. Werde ich jetzt mal kurz probieren und ja, schreibt mal in die Kommentare, was ihr haben wollt, was ich letztes testen soll oder welche anderen Ideen. Ich habe wirklich Probleme zurzeit, weil ich überlege, wieder mit Daily Vlogs anzufangen. Das Leben hat sich ein wenig eingependelt, aber der Druck, wenn ich so überlege, dass ich vlogge und dann nächsten Tag schon wieder der Vlog rauskommen soll. Ich glaube nicht, dass ich schaffe, wie auch immer. Ich probiere das jetzt und schreibt mir bitte in die Kommentare, was ihr dazu meint, wenn ich wieder Daily Vlogs mache. Wenn dieses Video, weiß nicht, keine Ahnung, so und so viele Likes bekommt wie, keine Ahnung, 50 Likes, dann mache ich wieder Daily Vlogs. Let's go. Oh, riechen, wow, heilige Scheiße. Riechen tut es wirklich nach Ginger auf jeden Fall. Und ich bin mal gespannt, wie es schmeckt. Wow. Oh mein Gott. Mhm. Schmeckt gut nach Ginger. Also nach Ginger. Was heißt Ginger auf Deutsch? Ich bin so eingeenglischt. Okay, Google. Was heißt Ginger auf Deutsch? Ingwer. Natürlich. Schmeckt richtig lecker. Dieser Ingwer-Geschmack macht das alles noch mal viel besser, wenn man so bedenkt, dass es ein Energy Drink ist. Aber gut, ja, ich habe noch ein Let's Taste, aber das wird in den nächsten Tagen auch noch mal kommen. Es wird auch noch mal ein Energy Drink sein mit einer anderen Sorte. Und dann würde ich sagen, schreibt mir bitte in die Kommentare, was ihr davon haltet, wenn ich wieder Daily Vlogs mache. Beziehungsweise, ja, ich muss mal das herausfinden, wie ich das mit dem Schnitt mache und dann, das war's von dem Video, wenn man kurz und knackig. Demnächst kommt mal wieder ein Spotify-Video und dann das Let's Taste und mal gucken. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao. Hat man eigentlich solche Deckel, die man oben auf die Dose macht, damit da keine Wespen reinfliegen? Alter, Duct Tape. Lifehack 101 with Kathy. So.